So, weiter geht's heute mit FIFA und dem Auswärtsspiel beim Hamburger Sportverein. Spieltag Nummer 27 steht an. Also es geht so Richtung Ende der Saison. Und wenn wir unter die ersten vier kommen, spielen wir nächste Saison Champions League oder zumindest Minimum Qualifikation. Und da ich auf jeden Fall noch weiß, dass wir ein vorentscheidendes Spiel in Dortmund noch haben demnächst, können wir uns tatsächlich vielleicht irgendwo verzweifeln, Freunde. Aber wie gesagt, das Spiel in Dortmund muss auch erstmal gewinnen. Da sind wir auch schon auch das öfters mal gescheitert schon. Ja, ich weiß, ich erinnere mich an das Jahr 2007. So, genau, Paulinho wechselt erstmal für ein Jahr nach Liverpool nach der Saison. Ich bin ich den erstmal von der halb von der Liste runter, weil wir haben ja eine 50-50 Gehalt ausgehandelt. So, und jetzt wechseln wir wieder ein bisschen zurück und spielen heute auswärts in Hamburg. Hinspiel war übrigens 1 zu 1, nur zu Hause. Das ist ja ein bisschen wenig, aber wir haben ja heute die Möglichkeit, das Ganze wieder so ein bisschen gut zu machen. Wir tun es allgemein ein bisschen schwer gegen die ganzen Abschiedskandidaten. Ich glaube, der HSV hängt ja auch da unten irgendwo mit drin. Weil zum Beispiel gegen Union haben wir ja verloren, auswärts. Und auch bei der Hertha haben wir verloren. Gegen Leverkusen haben wir verloren. Naja, alles gut. Mal gucken. Hat auch keiner erwartet, dass wir durchmarschieren. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. So. Geht jetzt sofort los. Im Volkspark hat's geschneit, liebe Zuschauer. Und damit recht herzlich willkommen zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Hamburger SV gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Und er zählt nicht umsonst zu den Topscorern in der Liga. Also das ist eine beeindruckende Ausbeute. So, geht es gleich los. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Ausgangsformation heute 3-4-3. Interessante Taktik, sieht man immer wieder, birgt auch Risiken, aber... Durchaus, ja. Ja. Gut, das ist ja jetzt auch nicht die Neuerfindung des Fußballs. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. So, auf geht's in Hamburg. Nächster Schritt Richtung Der Titel machen. Schiedsrichter pfeift dieses Weil Spiel jetzt will an. ich den Titel auch. Es sind nicht mehr so viele Spiele und irgendwann willst du das Ding einfach haben. Und mal. Werden wir durchmachen. Alle drei Meistertitel in einer Karriere. Alfredo Morales. Aber das müssen wir auch erstmal hinkriegen. Mal gucken. Vielleicht auch nicht dieses Lucas Jahr, vielleicht auch Hernandez. nächste Saison erst. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Leistner. Der Ball oh, Ball. Ganz, ganz schwerer Ballverlust von Toni Leistner. Der da richtig seine Mann und mehrere Dienste aufgewiesen hat. Und die Möglichkeit. Wir halten aber der Ball Aber der Keeper hat da noch was dagegen. Der ist immer da. Da passt der Torhüter klasse auf. Ja, muss aufpassen. Ja, du fallst das Ding zurück. Ein ganz wichtiges Spiel für sie. Ja, voraus, dass wir die Bayern gewinnen. Wie hat die Bayern heute spielen? Zu zeigen. Und wir sehen, wir haben es nicht mit der eigenen Hand, sagen wir es mal so. Gewinnen die ihre Spielregeln durchweg, war es das für uns. Studio, denn auf einem anderen Platz hat es Elfmeter gegeben. Elfmeter. Es gab Strafstoß für die Gäste und sie haben die Chance genutzt. Es sah alles so aus, als würde er nach links schießen, aber dann schoss er im letzten Moment doch noch nach rechts.
neuer Spielstand damit 1-0. 11 Minuten sind hier gespielt. Wenn er mir gesagt hätte, für welches Spiel, weil die Gäste, dann kann ich mich nicht anfreunden. Ich weiß es nicht. Erste nächste Chance, Kolasinac, aber heuer Fernandes, der das Ding hat und abfängt. Eigentlich müssen wir heute gewinnen. Wir sind so ein bisschen unter Zugzwang, weil wir müssen unsere Spiele gewinnen, weil sonst haben die Bayern die Chance, halt wir heute auf Minimum 3 Punkte wegzuziehen und dann wäre das schon mal so ein bisschen Richtung Vorstellung. Einwurf jetzt. Weil keiner erwartet, dass wir heute die Rose. Keiner erwartet, dass wir den Titel holen heute. Beziehungsweise überhaupt. Gutes Ding. Ah, da ist aber auch keiner, der mitgeht. Ah, weil die Situation. Einfach mal probieren. Einfach mal drauf. Einfach mal was probieren. Ich kann mich ja nicht erinnern, das ist Vizemeisterschaft zu sagen. 2001 haben wir nicht beide unentschieden. Aber unter anderem damals auch beide Spiele unentschieden gegen den HSV gespielt. Nur so nebenbei. Beide Spiele gegen die Bayern gewonnen. Aber dann gegen den HSV halt beide Spiele unentschieden. Das waren dann so ein paar Punkte, die gefehlt haben. Und das will ich heute verhindern. De Rose und 1-0, 26. Erste Aufgabe schon mal gelöst. Also erster Schritt schon mal gemacht, so rum ist es richtig. So, achte Minute, achte Saisontor, De Rose. Aber letztendlich ist es dann egal, wer es macht. Fakt ist, dass überhaupt, dass irgendwas passiert. Ich habe es ja gerade angeschnitten. Beide Spiele gegen HSV im Jahr 2001 unentschieden. Roman Jarenczuk. So richtig glücklich sehen da einige Spieler nicht aus, dass sie bei diesen Bedingungen hier auflaufen müssen. Der ja. Aber da musst du durch und ach, das war doch nichts. Ja, gelb, gelber Kotschab, schade. Ja, ja, es wird gelb. Oder gibt der Schiedsrichter da rot? Nee, er gibt gar nichts, oder? Er gibt sogar gar nichts. Er ist einfach zu spät rausgekommen. Ja, ich wollte eigentlich ablaufen, abgrätschen. Und in dem Moment hat er noch rübergesetzt. Guck mal. 34. Minute. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht. Solo. Ciao. Ja, der hat aber gar keine Situation. Gerade keine Chance, da irgendwie anzuspielen. Becker. Schönes Ding auf. Richter. Jetzt ja. Von dem ist ja noch nicht viel zu sehen. Da kommt die Hereingabe. Gute Aktion. Gut geklärt. Ah, der kam auch nicht durch. Alario hat auch noch keine wirkliche Situation da vorne drin. Benedetto jetzt. Der auf den Keeper zuläuft. Gut gelöst. Von Schwolo. Der ist gut rausgekommen, hat den Ball abgefangen. Oh, schönes Ding. Ah, ich befürchte, dass das. Ja, das war abseits. Absolut richtige Entscheidung. Alles ist gut. Alario, ja. Nicht aber Alario, sondern. Ach. Gut gelöst. Ich musste da warten, bis der mir da. Und jetzt ist es Ciao. Also es wird langsam ein Getrete. Malik Ciao, ja. Gelb belastet. Fängt diesen Ball ab. Kein besonders guter Abfall. Pause. Erstmal ein bisschen runterkommen, ein bisschen abkühlen und dann vielleicht nochmal was versuchen. Zu 100% ist diese Situation noch nicht durch. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Es
So, ich werde werd wechseln. Ich werde nämlich jetzt Schalter Rabeck bringen. Auf die rechte Seite hinten. Und werde mein Innenverteidiger runternehmen mit Gelb. Der Gelb vor mir lassen ist. Hier vorne, war ein guter erster Spiel, das heißt, Becker rutscht nach innen. Der Verteidiger stört ihn. Ja, wie gesagt, Ball abgelaufen. Schön gemacht. Benedetto. Langsam ist es gerade ein bisschen, der HSV ist jetzt langsam stärker als wir. Das muss man so einfach mal anerkennen, gerade einfach. Ja, gut gelöst. Es tut sich was in Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. So, ja, wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Der neue Spielstand damit 1:1. Ist es das jetzt? Ja, ganz energisch. Schön gemacht, ja. Kadar Rabeck, also Schalter Rabeck. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ah, Glück da, dass er da nochmal durchkommt. Alario, wie gesagt, von dem ist 0,0 zu sehen. Aber das reicht manchmal. Ein 0-2. Die erste gute Situation. Einfach mal raus, erst raus, ein bisschen rauslaufen, dann läuft er rein und knallt das Ding bei ihm Pfosten in den hinten rein. Also. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeld, weil die deutliche Führung, er weiß, das müsste es in diesem. Also, Alario Tor Nummer 33, 7 noch, dann hat er's. Aber das muss er erst mal hinkriegen. Lewandowski hat uns in der Real Bundesliga jetzt auf die Reihe bekommen. Wolfsburg. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 57 Minuten. Interessante Info. Dankeschön. Oh, schön gespielt. Leibold, zwei Mann stehen lassen. Gut für die Grätsche. Zwei Mann, drei Mann sogar. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Erstmal raus, aber das. Der HSV macht hier den Druck. Können Sie verkürzen? Den Ball hat er. Jetzt mal ein bisschen mit Power. Ja, gute Richter. Da aus auf der rechten Seite. HSV spielt gegen die Bayern im nächsten Spiel. Okay. Und der Ball ist weg. Ja, Ramczuk. Der gut ge. Und kein Foul. Wie es aussieht, hat vielleicht der Anschlusstreffer mit seinem Einsatz. Die Schalker fährt sich gerade so ein bisschen gegen diesen drohenden HSV. Man führt mit 2-0. Die liegen hinten und versuchen es mit einem Wechsel. Ja. Flagge kommt ganz weit. Ja, ja, man wird, man will beim HSV in das Meter. Erstmal raus und weg. Aber der kommt Postwende wieder. Viertelstunde noch. Auch der ist weg. Jetzt pfeift der Elfmeter. Und für mich war das keiner, weil es ein Ball gespielt war. Busilab übrigens. Selten, aber für meine Begriffe geht das hier. Na, der war doch mit den Stollen am Fuß, unten dran am Fuß. Der war doch dran, das war beigespielt für mich. Mir leid, aber gut, okay. So, ich wechsle natürlich auf Kutucu jetzt. Trotz der Führung gibt es einen offensiven Wechsel. Ja, natürlich will ich einen offensiven Wechsel. Ich muss ihn jetzt bringen. Lukas. Fast Latte drin mit Glück. Schwolo verladen, 77. Minute, 1:2 nur noch. Ja, es ist verdient. Punkt. Den Elfer macht er rein, aber das war knapp, sehen wir hier in der Wiederholung. Das ist fast schon zu präzise mit der Latte. Ja, Schwolo keine Chance, der geht nicht runter in die rechte Ecke. Also, aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Perez, Lukas Perez war es, der Zehner vom HSV mit dem Tor.
zum 1-2. Jetzt müssen die Schalker ein bisschen Ruhe reinkriegen in ihre eigene Partie in dieses Spiel. Da kann das Ding durchaus nochmal kippen. Ja, der Rosemann. Ja, guter Pass. Den Zweikampf verliert er. Vielleicht jetzt nochmal. Aber die Hamburger holen sich sofort diese Welle wieder. Und das ist der Ballverlust. Die Hamburger holen sich ihre Bälle wieder. Regulär sind es noch 7 Minuten. Also eigentlich muss es jetzt irgendwie mal noch immer eine Einzelleistung gehen. Sie hier knapp vorne, Buschi. Kurz deine Einschätzung. Was erwartest du von der Schlussphase? Schalke ist dem Sieg so nah, aber es muss weiter gekämpft werden, Wolf. Ja, klar. Spannende, intensive Schlussminuten werden. Jetzt ist Kampf. Ahmed Kutucu macht er den Sack zu. Ahmed Kutucu. Ein guter Block hier. Ecke, Ecke. Jetzt gibt's hier die Ecke. Da war nämlich ein Hamburger noch dran an dem Ball. Hier. Komm, jetzt den Sack zu. 3-1 und Feierabend machen. Na, Heuer Fernandes lenkt das Ding noch so gerade immer die Latte. Weil dann wäre definitiv der mit dem 3-1. Der sagt zu gewesen. Das war Kolasinac. Ecke kommt ins Zentrum. Gefahr erstmal bereinigt. Nächste Ecke. Nächste Chance. Noch eine Ecke. Jetzt geht der ein bisschen näher an Pfosten. Ball ist wieder weg. Kater Rabeck und das wäre das Ding durch gewesen. Das war eine richtig gute Gelegenheit, aber die Fahne ist eben hoch. Das war aber auch verdammt knapp. Weil das wäre das 3-1 gewesen, dann wäre das Ding hier nämlich durch gewesen. Boah, schade. Es wäre es gewesen, so ein bisschen Ruhe in diese Partie einfach nur reinzukriegen. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit von der Uhr. Bevor der Freistoß ausgeführt wird. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Sein Tor hat er gemacht, der Alario. Neu im Spiel, die Nummer 9. Piontek. So, jetzt weg damit. Eine Minute noch. Yes! Das war mal absoluter Kampf. Einfach nur irgendwie die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Vor dir das 2-0. Aber solche Aufgaben musst du dann auch erstmal lösen. Also 2-1 beim HSV gewonnen. Die Aufgabe gelöst. Ja, Lario hat sein Tor gemacht. Ein Innenpfostentreffer da. Kann er was draus machen? Ja, man muss sagen, der HSV hat es wirklich gut gemacht. Die haben wirklich gut gespielt. Die waren echt gut dabei. Treffen natürlich durch den Elfmeter. Die Bayern spielen übrigens in Augsburg. Also deswegen klar noch nicht passiert. Aber ich hab den Druck jetzt wieder ein bisschen erhöht. Ja, Bayern hat gewonnen. 7 Spiele haben wir noch, liebe Leute. Moment, da ist noch eine Nachricht reingekommen. Die wollte ich kurz reingucken. Wie lange läuft? Der Vertrag läuft bestimmt noch ein bisschen, ne? 29 Jahre alt. So. Entwicklungsplan hier, da wollte ich rein. So, dann lasse ich ihn als. Wenn ich ihn als Sechser jetzt ein bisschen umbauen. Gerade was in der neuen Saison mal trifft. Mal gucken, was passiert halt. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel.